Halbfinale. Drei Schweizer sind da direkt mit beteiligt. Dazu dann später Roulin Monnet und Murisier. Jetzt Ottmar Striedinger. Er eröffnet diese zweite oder eben doch erste Abfahrt in Aspen. An der Start wichtig. Man hat es bei ihm gesehen, kann energisch loslassen. Alles reindrücken da, die Stücke durchbeugen. Weil nachher von dem lebt man dann, was man dort mitnimmt. Nachher gilt es da, den Ski flach zu stellen, die Wellen sauber zu drücken. Und dann einfach zu gleiten auch. Gestern hat er Mühe gehabt, dann bei der nächsten Kombination. Das ist wirklich ein schwieriges Tor. Das ist noch ein erster Sprung. Das ist die nächste Kombination mit diesen Bodenwellen. Da sieht man von hinten die nächste Welle nicht. Man muss aber dran sein, weil wenn man dort zu weit runterkommt, weil da geht es leicht bergwärts, fällt dann nachher der ein oder andere Stundenkilometer da führen dann Richtung Aztec. Da sticht man nachher rein. Das Tempo nicht sehr hoch, man hat es bei ihm gesehen, keine, da verliert man fast keinen Schneekontakt. Dafür wichtig nachher in diesen Toren. Oh, da wird er ein bisschen tief. Man gehört kann, von der Pistenmaschine her wird es da eher ein bisschen kugellagerig. Das heisst, schwierig dann, um den Ski wirklich dann auf Zug zu bringen. Darum empfiehlt sich da eher eine höhere Linie den Steilhang durch ab. Vom Tempo lebt man nachher dann richtig bis ins Ziel. Unter die langgezogenen Kurven. Oh, das ist nochmal ein kleiner Kicker. Hat er ein bisschen verpasst beim Mitgehen. Und auch da bleibt er jetzt, ja, geht mit dem Schiene auf die blaue Farbe raus, richtig Ziel. Die Zeit 1:32.67. Adrian Seierstedt war gestern mehr als eine Sekunde schneller. Mal schauen, wo die Fahrt hergeht. Der erste Zeitvergleich mit Florian Schieder. Der war gestern auch vorne mit dabei, also in den vorderen Startnummern, hat von den vorderen Startnummern mit den besseren Bedingungen aber die schlechteste Leistung gezeigt, zeitmäßig. Ja, ist mir nicht so gelaufen. Sonst ja, starke Aufwärtstendenz. Podestplatz in Kitzbühel, erstmals aufs Weltcup-Podest gefahren. Auch an den Weltmeisterschaften war er gut unterwegs. Rang 7 war einer dieser vielen Athleten, die nicht weit vom Bronzeplatz entfernt waren. Ja, der hat noch eine Zeit lang geführt. Weil auch da mit einer frühen Startnummer unterwegs. Was sticht rein. Ein bisschen direkter Wellen reinziehen. Er ist fast hängen geblieben, dem Rechtsschwung. Noch nicht tiefer, muss leicht korrigieren. Jetzt nimmt er einen guten Speed mit. Und zeigt vielleicht auch dort, dass der Abschnitt vom Otis Striedinger auch nicht ganz optimal war. Der Abschnitt hier übrigens heisst Strawpile, also Strohhaufen. Damit die Pferde beim Silbererzabbau nicht immer zurück in die Stadt mussten und wieder hochkommen mussten. Ja, das ist nicht der Strohballen von früher. Nein. Meter drei, oh, Bestzeit. Drei geflogen sind. Unten raus war... Ich wäre gut rein gewesen. Oh, Cameron Alexander startet. Warum wir, ob dieser Tatsache ein wenig überrascht sind, im Training mit 18 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen. Gestern nicht gestartet. Keine Erklärung, warum er nicht gestartet war. Heute also startet der Bronzemedaillengewinner an den Weltmeisterschaften. Er braucht halt auch noch den einen oder anderen Punkt, um ein Weltcup-Finale zu kommen. Momentan auf Rang 26, braucht mindestens 4 Punkte, um Alexis Monnet zu überholen. Er hat ja die ersten Nordamerika-Rennen gar nicht mitnehmen können, weil er noch eine Verletzung auskuriert hat. Wo steht er da? Vor dem momentan führenden Florian Schieder. Etwa gleich schnell unterwegs wie vor ihm Thomas Dresen. Ja, wirft sich da rein. Macht den Schwung recht stark zu. Holt ein bisschen mehr aus. Kann vielleicht um ein bisschen früher in Position gehen. Da. Ja, ist doch ein bisschen unruhig in dem Ding rein. Da sind sie eben noch mal mit der Pistenmaschine reingefahren. Die Schweizer Trainer wussten nicht genau warum, denn es hat nicht allzu große Mengen Neuschnee gegeben. Auch hier. Ja. An derselben Stelle. Ja, man sieht, er will drauf gehen. Und nachher, ja, ist noch ein bisschen unberechenbar, wie viel das dann gerade immer zurückkommt.
Darum reicht es nicht zur Bestzeit. Romet Baumann. Er wird dabei sein am Weltcup-Final, unter anderem dank guten Resultaten in Nordamerika. Zehnter in Lake Louise, sechster in Beaver Creek, zweimal mit der frühen Nummer 1, mit der frühestmöglichen Nummer unterwegs. Jetzt wieder mit einer frühen Nummer, gestern für einmal eine späte Nummer zugelost bekommen, ausgerechnet gestern. Ja, der wird sich genervt haben, wenn gestern das Rennen durch wäre. Und sonst hat er ja wirklich immer früh. Ist ja noch spannend, wie da die Computer das amigs. Müssen wir mal analysieren, eigentlich, die Auswertung, welcher Name da vielleicht gleich irgendwo bevorzugt wird. Aber der lässt jetzt los da oben. Ist ja so ein bisschen der Schleicher, oder? Auch vom Typ her. Fahrt ihn direkt rein. Hat nicht zu viel Weg gemacht noch. Jetzt hier kurz ein bisschen Ski. Hat ein bisschen Bruch gehabt, bis er ein, zwei Mal jetzt da. Bis er wirklich dann auf Zug gegangen ist. Darum jetzt viel verloren hier im Steilhang. Im Vergleich mit dem immer noch führenden Skider. Schade, sie hat es eigentlich nicht gebraucht, oder? Hätte da können wirklich den Ski auch auf die Taillierung setzen. Jetzt kommen wir das nächste Tor nochmal, wo Thomas Dresen ein Problem hatte. Er ist ein bisschen zentraler drüber. Ist ja nicht der, der die extremen Schräglagen sucht. Es bleiben 15 Hundertstel für den letzten Abschnitt. Romet Baumann lässt Florian Schieder zeitlich noch an ihm vorbeiziehen. Sehr. Wenn alles normal läuft, mit Bestimmtheit tun. Die Topgruppe ist am Start. Beginnend mit Dominik Paris, dem Sieger hier vom Weltcup-Final 2017. Also immer noch der letzte Sieger. 100 Kilo Brocken. Jedes einzelne Kilogramm nützlich auf den ersten 46 Fahrsekunden. Gestern ja keine Chance mehr gehabt. Oberleiter mal vor. Ist ja wieder sehr aggressiv und engagiert unterwegs. Der fünfte Rang in Kitzbühel hat ihm gut getan. Das war eine gute Passage über die Bodenwellen hinein. Nächster Vergleich. In etwa im Bereich der Konkurrenten vor ihm. Ja, da mag es viel leiden in dieser Einfahrt. Jetzt auch kurz ein bisschen zögert, ein bisschen braucht da, bis er den Ski auf der Kante hat. Auch hier verliert, genau wie vor ihm, Romet Baumann. Den Tempo kann er mit rausnehmen. Da jetzt haben wir die zwei Kurven, wo die Bodenwelle immer ein bisschen nach links wegdrückt. Er ist schnell dabei. Ah, schön gemacht. Jetzt noch die letzte Kurve. Fifth Avenue, der letzte Streckenabteil für Dominik Paris. Ja, Speed konservieren kann er. Genau zeitgleich mit seinem Landsmann Florian Schieder unten im Ziel. Italienische Doppelführung. Peter Phil, der da die Kugel geholt hat, obwohl er kein Saisonrennen gewonnen hat. Apropos Kugel, Alexander Omotkilde, wird er heute Fünfter? Können wir alle Rechenaufgaben beiseite legen. Dann hat er die Kugel gewonnen. Ja, und heute auch kein Schneefall. Und er war ja sieht auch aus, als würde er ruhig bleiben. Das heisst, oben wird er sicher schnell sein. Und er war ja gestern schnell. Mit einer eigentlich hohen Startnummer für gestrige Verhältnisse 11 ist er in die Top 7 vorgerückt. Ist keinem anderen Athleten gelungen. Der Welle. Ja, trifft er schon sehr gut. Ist einfach auch noch mal ein Spürchen kompakter, als das ein Dominik Paris vor ihm war. Obwohl er da endlich schneller weg ist wie der Dome. Jetzt da wird er voll auf Zug gehen. Ja. Setzt den Ski schön auf die Kante. Und da nichts anbrennen, das ist gut. Starke Fahrt des zweifachen Siegers von Beaver Creek und von Lake Louise. Nein, von Beaver Creek, also 4 Beaver Creek-Rennen hat er zuletzt gewonnen. US Snow, also amerikanischer Schnee, behagt ihm. Naja, das ist richtig stark. Er fühlt sich wohl da.
Und vielleicht ist da ja auch noch eine kleine Portion Wut in seinem Bauch vom WM-Rennen. Kilde übernimmt deutlich die Führung. Er, der eine gute Weltmeisterschaft gezeigt hat, zweimal Silber geholt hat, aber eben den großen Titel verpasste. Ja, eine Sekunde fast. Auf einer Strecke, auf der es schwierig ist, den Unterschied auszumachen. Ja, er hat es einfach durchgezogen. Von oben bis runter. Oben Florian Gieder nicht so schnell gewesen. Er leidet einfach dort schon. Ist bei der Schnellsten dabei. Und dann unten runter nach Steilhang. Perfekt getroffen. Ja, dann hat er vorgelegt. Und der WM hat der Odi vorgelegt. Marc Odermatt kommt heute mit der Startnummer 11. Ja, und Kilde hatte ja mitbekommen im WM-Rennen, dass Odermatt eine fantastische Fahrt geglückt war. Jean Clare, heute noch einmal seine 150. Weltcup-Abfahrt, weil die gestern ja keine offizielle war. Und seine zweitletzte Chance, doch noch ein Rennen zu gewinnen. Und wir hatten gestern diese Geschichte von Seierstedt, der ein Rennen gewonnen hätte, wäre es dann gewertet worden oder hätte es gewertet werden können. Ist Jean Clare auch passiert? Schon ein bisschen her. 2011 in Gröden. Das Rennen aus dem genau gleichen Grund abgebrochen. Seither wartet er über 11 Jahre auf eben diesen Sieg. Er wartet noch immer und wird seine Karriere nach dem Weltcup-Finale in Soldeu beenden. Das war ja ein paar Mal näher dran. Wie jetzt hier auch. Ein bisschen aufholen im letzten Abschnitt. Ja. Ja, da. Ein längerer Drift hergesetzt, als das ein Kilde gemacht hat in diesen zwei Kurven. Aber er versteht es nach wie vor. Einfach den Ski laufen zu lassen. Das war nicht optimal gewesen. Und da wird es noch einmal flach hinein in Summer Road. Das hast du auch gesehen, gell? Ausserski nicht so schön belastet. Nächster Zeitvergleich mit Kilde. Jetzt liegt er deutlicher zurück. Aber noch immer auf dem zweiten Zwischenrang. Jean Clare. Ja, man muss ein bisschen hart drauf. Man hat das Seck von der Drohne eingefangen. Die letzte Kante war nicht optimal. Clare dennoch vor Dominic Paris. Auf Rang 2. Wieder einmal auf Rang 2. Du hast Zeit für den Abfahrtsweltmeister. Du hast es gesagt. Heute hat Kilde vorgelegt. Er auch oben. Energisch loslassen. Wie nah kann er da dran sein? Wichtig für Odermatt, da nicht allzu viel Zeit auf den Superstarter Kilde zu verlieren. Da haben sicher wieder zwei Raketen an den Füßen. Oh, wow. Das ist nicht der Fall. Haben nicht richtig gezündet, diese Raketen. 7/10 bereits bei der ersten Zwischenzeit. Viel vorher schon Daniel Hemmelsberg, oben schon viel Rückstand kann. Hoffen natürlich, dass das nicht mit stärker werdendem Wind zu tun hat. Zweiter Sektor war gut. Jetzt die technischen Passagen. Jetzt kommt Sektoren für ihn. Wow. Zieht man frech her. Ja. Ja, das passt. Da fährt er eine sehr enge Linie. Passt sehr gut. Der Beste in diesem Sektor. Und auch gutes Tempo, das er mitnehmen kann auf Summer Road. Ja, da, der Ausserski hat schön gezogen. Ja, komm noch mal ein bisschen her. Nächste Runde. Ja, wieder. Das passt. Unten raus. Da ist er schnell. Ja, da. Sehr perfekt. Hat er das nächste Tor angesprungen. Wie nah kann er noch kommen? Zweiter momentan, Johann Clare, Odermatt gegen Kilde. Ja, oh, es ist Rang 2, aber an Kilde kommt er heute nicht dran. Ja, die ersten 20 Fahrsekunden, früher der 7/10. Kuhn fährt er schneller. Der Superstarter, Kilde. Dort hat er den Unterschied gemacht. Und Kilde ist somit die WM-Revanche. Geglückt. Ein Backup. Ja. Hat er oft die Nase vorne gehabt. Mit ihm hat er dann auch noch eine Rechnung offen. Morgen im Super-G. Eine Hundertstel hat gefehlt zum Titel. James Crawford hat ihn sich geschnappt. Diesen WM-Titel im Super-G. Er hat schon ein bisschen Ärger gehabt. Kilde.
Mit ihm haben wir auch nicht so gerechnet. Gar nicht. Nach seinem Sturz in Wengen hatte man ihn nicht mehr auf der Rechnung. Ja, und auch nach Cortina nicht. Aber er ist einmal gestürzt. Marktwert ist definitiv gestiegen. Er hat immer noch als Sponsor die Bank von der Mama, die sie schafft, die ihn da unterstützt. Ich denke, das wird in Zukunft da bessere Möglichkeiten haben. Oh, der kommt näher her. Auch da sehr frech reingefahren. Dafür ein bisschen korrigieren. Vielleicht etwas zu frech, aber dieser zweite Sektor, der war richtig stark von James Crawford. Der dritte. Da, ja, da hat er jetzt hier die Linie gebraucht. Aber er hat einen guten Speed. Das hilft. Hier wird es noch einmal flacher. Er hat schon oft gezeigt, dass ihm eigentlich egal ist, wo er durchfährt. Er drückt einfach aufs Tempo. Nächster Zeitvergleich. Da liegt er auf Zwischenrang 2. Ja, da die können aufholen. Er verliert ein bisschen unten raus. Das sei die Ziellinie. Odermatts Zeit 1:32:21. Oh doch! Erreicht er. Unterstel. 200stel. Ja, starke Vorstellung. Und wieder auch, obwohl er eine so starke WM gezeigt hat, haben wir nicht wirklich mit ihm gerechnet? Mal seit der WM und seit dem Saisonverlauf grundsätzlich ja schon auch. Ja, vielleicht hast du einfach ein wenig besser gerechnet als ich. Mit in der Rechnung habe. Ihn auch, komm, Nils. Der kann gleiten und Gleiterfähigkeiten sind hier definitiv gefragt. Geht lang an da. Vom Licht her hat man das Gefühl, es ist ein bisschen heller geworden. Genau, wenn Hintermann und Kriechmeier kommen, die beiden der Topgruppe, die gestern schon gute Bedingungen vorgefunden haben. Sehen Sie die ein bisschen an, denen. Und er hat dann ja auch deutliche Worte, wie immer deutliche Worte gefunden und gesagt, ein vierter Rang wäre unverdient für mich. So kann er auch noch mal ein bisschen herkommen von der ersten Zwischenzeit. Ja. Ja, tatsächlich, genau wie Crawford. Was hat der Odi dort in der ersten 7 Sekunden? Ja, ist viel. Kurze Driftphase. Jetzt kann er drauf. Ja, besser durchkommen als gestern. Der Steilhang war ihm überhaupt nicht geglückt. Aber nicht ganz so konsequent, wie wir das auch schon gesehen haben bei den Läufern vorher. Etwas höhere Position hat er auch im WM-Rennen, hat es damals als Kinderkrankheit bezeichnet. Jetzt kann er die Ski wieder laufen lassen. Kurve. Der sechste Zwischenrang ist es bei der letzten Zwischenzeit im Ziel. Nils Hintermann noch einmal ein weiter Weg. Noch einen Platz gut gemacht. Fünfter. Dritter Odermatt, fünfter Hintermann. Gutes Schweizer Zwischenresultat. In Andorra, es sind sehr viele Konjunktive, die in diesen beiden Sätzen drin waren. Ja, der hat gedacht, ja. Er gestern eigentlich auch sehr starke Fahrt gezeigt, hat ja schon schlechter werdende Verhältnisse gehabt. Von dem her taugt es ihm schon da. Lag auf dem Zwischenklassement, im Zwischenklassement auf dem zweiten Platz. Oh, auch er. Ähnlich wie der Odi. 7/10. Jetzt braucht er eine Odi-Fahrt unten runter. Also er passt da, versucht da weich zu sein. Ja, der zweite Sektor okay, aber nicht so gut wie die Athleten vor ihm getroffen. Es bleibt bei diesen 7/10 Rückstand und das ist enorm schwierig unten aufzuholen. Ja, Frau Meibenau, Kilde hat er schon auch gut getroffen da. Obwohl man das schon mehrfach gesehen, man kann ein bisschen mehr Tempo mitnehmen. Der nächste Abschnitt rein. Durch das auch noch mal ein bisschen herkommen. Im vierten Abschnitt, also in diesem hier, war er auch im Training der Schnellste. Hier fast gleich schnell unterwegs wie Kilde. Er bleibt auch dran, bringt noch mal einen sehr guten Speed mit. Jetzt sind sie auch noch mal eng. 2, 3 und 4. Oder mal dritter momentan, Kriechmeier, vierter. Wow, 700stel hinter dem Schweizer. Ja, da hat er sie. Die Kugel, die Abfahrtskugel, zum zweiten Mal hat er sie. Nicht er hier im Bild, sondern der applaudiert hat. Alexander Omot-Kilde ist der beste Abfahrer
der Saison. Das ist in diesem Moment offiziell. Hat schon extrem starke Saison gezeigt. Das wäre der 6. Saisonsieg heute. Travis Genong ist zum 6. Mal auf ein Podest gefahren. In Kitzbühel. Letzter Höhepunkt seiner Karriere. Ja, der hat er abgeheilt. Alles darauf ausgelegt, der Winter. In Wengen vorher. Wenn man mit dem Umfeld geredet hat, ja, nein, im Moment wissen wir nicht genau. Er ist so ein bisschen nicht so greifbar, aber innerlich hat er gekocht auf das Rennen in Kitzbühel. Und hat es dann auch zeigen. Ist Dritter geworden, hat sein letztes Ziel erreicht. Kommt da noch mal ein bisschen her. Auch guter zweiter Sektor und der Mann wird ja unten raus immer noch schneller. Das ist so. Ja, das sind die leichten Driftphasen, die er hat. Er ist ja einer, das immer können. Trotzdem war es ein bisschen viel, aber gleich. Mit der Nummer 463, er kann auch mit den Rutschphasen wenig Zeit verlieren. Das ist immer so ein bisschen ein Phänomen in dieser Beziehung. Aber das summiert sich jetzt ein bisschen. Immer gleich aufdrehen. Erreicht zum letzten Mal in Nordamerika ein Abfahrtsziel. Hat in Nordamerika in Beaver Creek seinen größten Erfolg. Marco Odermatt ab der ersten Zwischenzeit die allerschnellste Fahrt. Das sind Zahlen. Wie seht ihr es als Athlet? Ja, habe ich jetzt gerade kurz ein bisschen mitbekommen. Das tut natürlich ein bisschen weh, wenn man oben schon. Ja, ich sage jetzt mal, der Sieg verloren hat nach der ersten Zwischenzeit, 7 Zehntel. Unglaublich viel. Habe ich das Gefühl gehabt, der Start ist gut gewesen, auch wirklich probiert zu pushen, aber irgendwo ist viel Zeit liegen gegangen. Ja. Über den Start, den ihr jetzt gerade angesprochen habt, haben wir überhaupt Möglichkeiten? Oder ist das halt etwas einfach passiert in einem flachen Oberteil? Wenn es nicht läuft, dann kommt es ins Fahren. Boah, ich glaube, wenn einfach einer das KMH2 verlierst, das holst du halt einfach nie mehr, oder? Und gerade jetzt vielleicht der Kilde, der ein KMH2 mehr hat, der Beute, eher nur mal 1-2 Meter zu auf und der verletzt kontinuierlich und dass er ein super Starter ist, das wissen wir. Wir sind dran, aber jetzt gerade so viel habe ich jetzt, glaube ich, noch nie verloren und das muss man anschauen. Trotzdem sieht es gut aus fürs Podest. Alles gut. Danke. Es wäre das 9. Abfahrtspodest im Weltcup für Marco Odermatt, ohne einmal eine Weltcup-Abfahrt zu gewinnen. Heinrich Messner und Johan Clare, die beiden 10-mal auf dem Podest ohne Sieg. Ein Rekord, den er nicht einfahren will, Marco Odermatt. Eine Chance auf den Weltcup-Sieg für den Weltmeister bleibt Soldeu Weltcup-Final. Unterwegs Matteo Marsaglia und der muss sich sputen, um da noch dabei zu sein an diesem Weltcup-Final. Ja, also im letzten Weltcup-Final. Was die Abfahrt anbelangt, Super-G hat eine Chance, dann morgen. Ja, und er muss heute, und das ist bereits fast im Bereich des Unmöglichen, in die Top 10 fahren. Ansonsten ist das hier die letzte Weltcup-Abfahrt des Matteo Marsaglia gewesen. So ist es. Damit holt er 24. Die beiden werden wir sehen mit den Startnummern 35 bzw. 24. Zuerst zur tragischen Figur von gestern. Gestern mit der Nummer 1, heute mit der 17. Adrian Seierstedt. Hat jetzt extrem viel Schlittschuhschritt gemacht, ohne Stockeinsatz. Wie viel Unterschied kann ein Athlet mit solchen Schritten machen? Ja, es ist schwierig, man entscheidet dann irgendwann, oder man hat am Start einen Plan, bis wann man die Stöcke einsetzen will. Nachher hat man dann irgendwann ein kleines Gespür, wo man sagt, ja, ab da wird ja eigentlich nicht mehr schneller mit den Stöcken, sondern, ja, ich versuche noch aus den Beinen ein bisschen mehr zu pushen, hat man dann eigentlich schon mehr Power noch, um noch weiter können beschleunigen. Und ist ja da an 27 Hundertstel dran gekommen. Der 5. schnellste Start in diesem Rennen. Und Seierstedt ist ja gestern fantastisch Ski gefahren. Das ist er. Schau jetzt, ja. Dreht nochmal auf. Was für ein zweiter Sektor. Ja, da ist natürlich eine gehörige Portion Wut im Bauch. Und die Kurve da hat er ja. Ja, man kennt sehr viel Risiko. Wilde Fahrt.
Druck der Ski irgendwie noch her. Immer noch dran, an Kilde. Jetzt habe ich gar nicht geachtet, wie viel Tempo er da mitgenommen hat. Das war sehr unruhig. Ja, die Tempomessung nicht allzu hoch bei ihm. Das ist die Super-G-ähnliche Kurve, die mag er schon. Aber das ist noch immer zwischen Rang 2. Oh, jetzt hat er Glück gehabt. Ah, er vergibt's. Zwischen Rang 2. Und auch hier, da bin ich mir ganz sicher, hätte ihm diesen Sieg so gegönnt, hat ihn sozialmedial auch als Legende bezeichnet gestern. Seyerstedt, zum zweiten Mal die tragische Figur. Und es gibt einen Mann, der auch zweimal die tragische Figur war hier, AJ Kitt. Sagt ihr noch was? Ja. Abfahrer in den 90er Jahren. Der hatte zweimal eigentlich die Abfahrt von Aspen gewonnen. 93 und 95. Zweimal wurde das Rennen aber wegen schlechter werdenden Bedingungen nicht gewertet. Und der Mann ist im Zielraum und hat gestern unserem Kollegen vom amerikanischen Fernsehen geschrieben, it's all like 93 again. Es wiederholt sich, was 93 mir widerfahren war. Ja, das ist nicht belohnt worden. So viel Risiko eingegangen. Eine coole Fahrt, die er da gezeigt hat. Alles reingeworfen. Er hat gewusst, auf dem Hang. Da ist er schnell. Hat nicht wollen sein. Unterwegs ist Stefan Rugentin. Und Seyerstedt hat gezeigt, was noch möglich ist. Absolut, sich verhält es jetzt sehr gut. Die Bedingungen keineswegs schlechter geworden, auch windmäßig. Also wir haben heute das erhoffte Rennen, auf das wir uns gefreut haben. Er ist jetzt gar nicht reingesprungen in Netzdeck 3. Super abgefedert. Aber ja. Etwas vorsichtig. Nicht so die Kompromisslosigkeit, was wir gerade beim Agent Smith jetzt dort vorher gesehen haben. Der hat wirklich auf Beugen und Brechen, dass das wäre ein Abendrucken. Ja, die Linie passt. Ein Top-15-Resultat wäre gut für Stefan Rugentin. Bei der letzten Zwischenzeit war das Rang 10. Im Ziel ist es Rang 11. Und du kannst drucken. Dann bist du in den Top 7. Schauen, ob er das alles mitnehmen kann, was ihm da nachgeschraubt wird. Ich weiß nicht, ob er sich das alles merken kann, was ihm da in den letzten Sekunden noch mit auf den Weg gegeben wird. Oder überhaupt zulässt, oder? Josef Ferstl. Hat eine enttäuschende WM hinter sich. Ging da nach Skifahren für die Seele, so hat er es genannt. Abschalten auf die Piste mit den beiden Kids, die sind auch schon 6- und 8-jährig. Jetzt wieder im Weltcup unterwegs. Oft ja auch nicht so, dass wenn man es nicht mehr so erwartet oder nicht so erwartet von ihm, läuft es mal wieder reüssieren. Aztec. Ja, da haben wir auch bei ihm gesehen, aus der Kurve hat es noch ein bisschen gespickt, dann auch ein bisschen tief geworden. Und jetzt das Tor ein bisschen, wie soll ich sagen, zu frech anfahren. Ich weiss, nachher verliert man nachher dann auch ein bisschen Tempo dann in den nächsten Abschnitt rein. Innerhalb von der blauen Linie. Und schafft es knapp in die besten, momentan besten 15. Aber da ist wieder dem Kanadier. Und dann kommen eben die knappen Zeitabstände. Und jetzt kommt einer, der gestern auch auf dem Podest gewesen wäre. Wäre das Rennen denn gewertet worden? Ryan Cochran-Siegel. Heute hat er wieder gutes Licht. So etwas wie definitiv jetzt der neue Anführer im US-Team. Also Travis Genong tritt zurück. Steven Nyman fährt heute seine Abschiedsvorstellung in der
Winning Vest, oder wie heißt es? Victory West heißt sie. Ja, was sich jemals dürfen eintragen, oder jeweils. Eine Weste, eine Siegesweste, die sie auch tragen dürfen, die selten gewaschen wird. Er kommt dann mit Startnummer 214. Das heißt nicht, dass 213 vor ihm fahren, aber einfach, es ist die Anzahl Weltcuprennen, die er bestritten hat. Er kommt als 60. und Letzter. Wir werden nicht bis dahin übertragen im Fernsehen, aber falls Sie diese Fahrt nicht verpassen wollen, im Web sehen Sie das gesamte Rennen gestreamt. Also da können Sie den Abschiedsauftritt von Steven Nyman sich anschauen. Er hat die Western auch schon angehabt. Sie kann schon eintragen lassen. Nach seinem Sieg in Bormio. Da war er so richtig gut in Form. Ja, jetzt geht es ein bisschen auf und ab. Das Auf war in dieser Saison beispielsweise der 5. Rang in wiederum Bormio. Das hier wieder eher ein Ab. Zwischen Rang 17. Zuerst die grüne Speedmäßig gesehen. Und nachher haben wir gerade in den Kurven noch einmal ein bisschen gedruckt. Und dann recht lang geworden. Norway Island. Weil da mal ein Hotel gestanden hatte, das diesen Namen hatte. Und du hast gelernt, he? Vorbereitet. Ja, gehört zu meinen Aufgaben. Hier oben befinden wir uns auf dem Saugflats. Benannt nach Billy Zaug, dem Letzten, der den Berg verlassen hatte, als eben die Wirtschaftskrise kam und die Silberminen geschlossen wurden. Das war es mit der historischen Perspektive. Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf Skifahren. Bryce Bennett. Oh. Oben 3 Zehntel dran, das ist okay. Da auch. Immer noch dran, du hast es heute gesagt. Er kommt plötzlich wieder, ist in diesem Winter noch nie plötzlich so gekommen, wie er sonst eben mit einem Top-Resultat plötzlich auftaucht. Wer weiß? Ja, vielleicht kann er da vorheim Publikum. Ja. Zwischenrang 6 für Bryce Bennett bei der dritten Zwischenzeit. Ja, geht wieder überzeugt er das Werk. Hat zum Teil ja wie Selbstvertrauen ein bisschen verloren gehabt. Also das beste Resultat in diesem Abfahrtswinter ist ein 22. Rang. Das hier ist noch immer Zwischenrang 6 für den großen Mann. Ja, das ist gut. Darf ich dranbleiben? Auch hier mit einem weiten Weg ganz unten, aber Bennett fährt hier auf Rang 9. Das ist sein mit Abstand bestes Saisonresultat. In einem langen, langen Sommer. Jared Goldberg. Auch hier ähnlich wie die Deutschen, Schweiger und Ferstl, hat sich mit Powdern abgelenkt nach einer missglückten Weltmeisterschaft. Er kommt ja aus dem Powder Mecca. Snowbird im Little Cottonwood Canyon gelegen. Da schneit es etwa so wie in Palisades Tahoe letzte Woche. Meterweise und immer. Ja, er hat gesagt, das ist ein riesiges Schneeloch. Von dem her erstaunlich, dass er irgendwann auf die Ski gefunden hat. Normal fährt er 4-sötig, oder? Aneinander dran. Ja, apropos 4 hat sich gelohnt. Rang 4 in Kitzbühel. Und auch hier ist er dran an Kilde. Ja, das ist gut. Aztec. Ja, hier höhere Linie, nachher schon sie kurze Kleinigkeit. Sie können fangen. Ist oft einer, der mit dem Oberkörper reinliegt. Sein technisches Problem hier kurze Zeit wieder aufgetaucht. Ja, ist gerne, weil ich immer so noch einen kleinen Fehler drin hat. Ja, und durch das da noch mal ein bisschen mehr verloren hat auch. Hat ja ein gutes Training gezeigt. Vorgestern war aber auch da in den oberen beiden Teilen bei den Schnellsten mit dabei. Hat auch da unten Zeit verloren. Gleiche Geschichte heute. Zwischenrang 16. So, es geht wieder um den Weltcup-Final. Andreas Sander braucht mindestens einen 19. Platz, um für diesen noch in Frage zu kommen. Training schnellste gewesen. Hat dann gestern enorm viel Zeit bereits oben verloren. War so der letzte Indikator, dass die Bedingungen wirklich ins Unfaire sich verändert
haben. Ja, du bist im Training auch ein bisschen überrascht, dass es gerade so schnell war. Wie nahe ist er dran an Kilde bei der zweiten Zwischenzeit? Die Linie passt da über die Bodenwellen hinein. Gleich schnell wieder Norweger in der im zweiten Sektor. Da waren andere aber schneller. Jetzt der dritte, der technisch entscheidende, Erztag. Ja, das sind gute Kurven. Er will auch den Super-G sehr gerne hat, dass er passt. Also wie Odermatt schneller in diesem Sektor als Kilde. Zwischen Rang 4 für Andreas Sander. Odermatt zittert um seinen Podestplatz. Der Schweizer momentan Dritter. Nächster Zeitvergleich von Sander mit dem führenden Kilde. Das ist jetzt nur noch zwischen Rang 10. Ja, der geht schnell dort. In den Rangpositionen drin. Richtig Ziel nochmal, wo führt's denn her? Sander fährt auf Rang 9. Ja, da ist diese eine Sekunde. Aber eben, wenn man von Kilde her stoppt, sind innerhalb Special etwas... Preis. Genau. Gibt es irgendetwas, das Stefan Rogentin aus der Ruhe bringt? Bis jetzt hätten wir es noch nicht gefunden. Höchstens ja, der zweite Rang oder der Podestplatz in Wengen. Ja, und dann die Ankündigung von Marc Odermatt, dass er noch auf der Suche nach einer Freundin sei. Da ist er so kurz. Stimmt, schon in Wengen gewesen. Aber ansonsten mit einer Seelenruhe, auch gestern, kam ihm wilden Schneetreiben, hat nichts mehr gesehen. Und unten analysiert er so kühl wie eine Tiefkühltruhe. Oder so cool, um es positiv, sehr positiv zu formulieren. Er ist einer, der auch mit wenig Abfahrtserfahrung viel Gefühl hat, genau für das Gleiten auch. Der Mann hier? Der Mann da. Marco Schwarz, erst zweimal bei einer Abfahrt im Ziel. Sechster in Wengen, Vierter an den Weltmeisterschaften. Das sind wahnsinnige Zahlen für den Österreicher. Ja, gerade an diese Kurve, die mag er natürlich. Jetzt sind zwar gerade kurz im Moment ein bisschen gedruckt. Jetzt noch einmal Tempo mitnehmen hin auf Summer Road. Ja, man sieht schon, er lernt schneller. Ein Arm rein, nur ein Arm draussen. Das sehr gute Ansätze. Er ist der Allrounder im Skiweltcup momentan. 5 WM-Rennen bestritten, immer in die Top 6 gefahren. Schlechthin. Ja, bleibt auch da. Rund um eine Sekunde zurück. Ja, ist zwischen Rang 11, ist sein mit Abstand schlechtestes Abfahrtsergebnis, aber auf allerhöchstem Niveau. Also Marco Schwarz, mit ihm wird Vincent Griechmeier definitiv einen neuen Abfahrtstrainingspartner gefunden haben. Der wird Alexander Amod Kilde, wir verneigen uns vor einer großartigen Leistung, mit der ganzen Saison, die belohnt wird mit der kleinen Kristallkugel, die zweite in Serie. Wie ist dieser Erfolg einzuordnen? Es ist unglaublich. Letztes Jahr war ein Kampf mit Bert. Heuer war ein Kampf mit Griechmeier. Und ich liebe diese Battle, was man immer hat. Und heute war schon ein gewaltiges Lauf nochmal. Und was für eine Saison. Und die kleine Kristallkugel im Abfahrt ist immer ein großes Ziel für mich. Und ich bin richtig zufrieden. In der letzten Saison war es das letzte Rennen in Courchevel gegen Beat Feuz, dieses Duell. Heute hatten Sie noch ein bisschen Luft, ein bisschen mehr Vorsprung. Hat das einfacher für Sie gemacht? Ja, also weiß man ja nie, was passiert. Also kann man einen Sturz haben und dann ist alles vorbei. Aber ich war schon ruhig heute und weiß, dass mit normalen Skifahren dann geht es einfach gut. Und heute hat alles gepasst, hat gewaltige Ski oben gehabt. Und war cool Rennen. Die Resultate zeigen, das ist offensichtlich, Sie haben noch einmal einen Schritt vorwärts gemacht im Abfahrtssport in diesem Winter. Wo ordnen Sie diese Verbesserungen ein? Was hat Sie noch stärker gemacht in dieser Saison? Schwierig zu sagen, genau, aber ich weiß, dass wenn Material passt und mein Skifahren passt, dann haben wir ein gewaltiges Team, das zusammenarbeitet und hat einfach ein gutes Plan. Und mit Vertrauen, dann läuft das. Und was ich jetzt mache, ist nicht nur mich alleine, das ist ein ganzes Team zusammen. Ich bin sehr glücklich und eigentlich lucky, sagen wir mal, also, dass ich so ein solches Team habe. Sie wirken auf mich immer sehr zufrieden, entspannt, gut gelaunt. Gibt es auch den Alexander Amod Kilde, der mal nachdenklich ist vor einem Rennen?
Ja, ich bin ja normalerweise sehr nervös, aber es ist auch, also man muss machen mit Liebe. Und Skifahren ist immer so, wenn es mit Liebe geht, dann geht es einfach besser. Und ich liebe diesen Sport und ich liebe die Leute, die im Sport ist. Und das sollte Leben sein. Ein wunderschönes Schlusswort. Herzliche Gratulation nochmal zur kleinen Kugel und zum Sieg heute natürlich. Dankeschön. Es hat ein bisschen von der Revanche geredet, wo der Alexander Kilde hat wollen an euch in diesem Rennen. Es ist ihm gelungen. Trotzdem für euch eine sehr starke Leistung wieder mit dem dritten Platz. Wie ordnet ihr das Podest ein? Ja, das ist ihm definitiv gelungen. Ich glaube, heute ist er wieder einmal in der eigenen Liga gefahren, wie schon so oft. Ich bin sehr, sehr zufrieden, hat mit einem Podestplatz heute sofort unterschrieben auf dieser eher einfacheren Abfahrt. Von dem her, ja, ich sage, ab der ersten Zwischenzeit fahre ich sehr, sehr gut. Könnte ich mithalten und oben muss ich noch, ja, daran arbeiten. Wir haben von dem schon geredet, eben der obere Teil. Ist das jetzt etwas, was er abspeichert für den Sommer dann und sagt, das ist etwas, was ich langfristig angehe, dass ich dort dann auch noch Kilde ankomme? Ja, sicher. Ich glaube, eben, dass ich in der technischen Passage gleich schnell oder zum Teil schneller als er fahren kann, das habe ich glaube, schon ein paar Mal können zeigen. Und wenn es halt eben die Gleiterkurve, die Passage, gerade auch wenn der Schnee eher weich ist, habe ich noch ein bisschen mehr Mühe, wenn es hart ist, glaube ich. Dort verliere ich oft die entscheidenden Zehntel, um mitzukämpfen. Hast du das Gefühl, es ist eben das Gleiten selber drinnen und es ist der Start, der eigentlich praktisch gleich ist wie der Kilde von der Explosivität her? Ja, nein, es sieht vielleicht ähnlich aus, aber ich glaube, er bringt schon noch einmal ein bisschen mehr Energie und Power ins Start hinein. Es muss sein, sonst wäre er nicht immer schneller. Von dem her, ja, da gibt es sicher auch noch ein bisschen dran zu arbeiten. Und unsere beiden Kommentatoren, Adrian Arnett und Marc Berto, haben ein bisschen vom Langläufeln geredet, weil das hat Norwegen so gemacht. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Sind ihr oft auf den Langlaufski anzutreffen? Nein, wirklich gar nie. Vielleicht in der Sportschule Engelberg zwei, drei Mal. Aber sonst, ja, Winter ja eh nie rum und nie Zeit. Sonst vielleicht nach der Karriere vereinzelt mal. Jetzt kommt morgen noch der Super-G. Nochmal eine andere Ausgangslage. Dann ist der Kugelkampf um die Super-G-Kugel, der im Fokus steht. Ändert das etwas für euch bei der Ausgangslage? Auch viel Risiko, dass man für das Rennen nimmt? Boah, ich glaube nicht. Grundsätzlich fühle ich mich sicher im Super-G. Ich kann meine Leistung eigentlich konstant abrufen. Von dem her, ja, muss man wie immer Gas geben, sonst muss man gar nicht starten. Und darum glaube ich nicht, dass ich da gross werde, an dieser Kugel studieren schon. Wir freuen uns auf das nächste spannende Duell mit dem Alexander Kilde. Und alles Gute, Gratulation zu dem Podest. Merci, danke. Das neunte Abfahrtspodest. Der Mann hier, der hat drei Abfahrtsrennen gewonnen. Steven Nyman vor seinem letzten Auftritt im Weltcup. Was ist der für ein Typ? Grossartig. Ich denke, er war auch ein riesen Stütze immer im amerikanischen Team drin. Immer so ein bisschen der Ziehvater. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Hm? Auch vom Bryce Bennett hat er hergeführt. Nachher ist er weggefallen. Hat dann wie ein Bryce Bennett ein bisschen ein Tief gehabt, weil dann wie er ein bisschen gefehlt hat. Und ich denke, er ist extrem wichtig auch für die Stimmung in der Mannschaft drin. Und ja, hat auch mit seiner Art halt, ja, begeistert für den Skisport. Ich denke auch, gerade auch in Amerika, dann, ja, so ein bisschen die Figur gsi, wo man so ein bisschen kennt, hat sicher auch. Yeah, baby!
Coming eight.